Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Emanuel Buchmann glänzt bei der UAE Tour. Urheberrecht Getty Images. Radprofi Emanuel Buchmann bleibt in der Gesamtwertung der UAE Tour Vierter. Der Ravensburger erreicht als 12. das Etappenziel. Ein Australier siegt. Radprofi Emanuel Buchmann, Bora Hansgrohe, bleibt in der Gesamtwertung der UAE Tour Vierter. Der 26 Jahre alte Ravensburger erreichte auf der 205 Kilometer langen Etappe von Palmyra nach Hatterdam nach 4:27 als 12. das Ziel und liegt im Gesamtklassement 46 Sekunden hinter dem führenden Slowen Primož Roglič, Team Jumbo-Visma. Vortagessieger Alejandro Valverde, Movistar aus Spanien, belegt den 2. Platz in der Gesamtwertung vor dem Franzosen David Gaudat, Groupama FDJ. Den Tagessieg sicherte sich der Australier Caleb Ewan, Lotto Soudal, in 4:27 vor Matteo Moschetti, Italien, Tracksieger Fredo und Roglic. Die Premiere der Rundfahrt endet am Samstag in Dubai. Am Donnerstag starten die Fahrer auf der 181 Kilometer langen Etappe von Fleck Island nach Korfakan. Die Entscheidung um den Gesamtsieg dürfte am Freitag bei der Bergankunft auf dem Jebel Jais fallen.